Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. So, diese Folge wird wahrscheinlich Überlänge haben und höchstwahrscheinlich werde ich mich auch nicht verabschieden mittendrin oder euch begrüßen, da ich es jetzt einfach laufen lasse bis zum Ende und dann irgendwann wird dann halt zwischendurch ein Cut gemacht. Also wundert euch bitte nicht. Ich habe mich jetzt eingedeckt. Wahrscheinlichkeit akzeptabel. Dankeschön. So, unser Geld ist bei 46.000, über 46.000. Wir haben eine Kälte intuitiv. Okay. Wir sind Erzberserker und wir haben Stufe 34. Für das Ende ist Stufe 30 das Minimum und am besten wäre natürlich Stufe 35. Ich könnte da natürlich noch einiges erledigen, aber ich denke, es wird reichen. Ich hoffe es. Wir haben unsere super coole Rüstung. Ich habe mich mit 224 Granaten eingedeckt. Mit Zauber habe ich Eis ausgerüstet und Lederhaut und Feuer. Unser Schwert, unsere Plasmawaffe und unsere Granaten, wer ist das? Wie heißt das Teil? Unsere Plasmawaffe. Und ach, unser Flammenwerfer, genau. Sind auch aufgerüstet und ausgerüstet. Also nach meinem Bestreben können wir loslegen. Ich speichere nochmal überall. Und die Macher von Elex haben recht behalten, es sind ungefähr 40 Stunden Spielspaß. Natürlich haben wir nicht alle Quests erledigt. Das weiß ich, weil ich auch jetzt irgendwann langsam keine Lust mehr habe. Gefährten habe ich Arcs mit dem Festmahl nicht erledigt. Genauso wenig habe ich die von Kaya erledigt mit dem letzten, mit der letzten Elex-Spur. Und ich habe auch nicht die von Nesti erledigt mit diesen beiden Zyklopen. Das weiß ich. Idan, Waldputz, da habe ich diese fünf geschwächten Alps nicht erledigt. Warum, weiß ich jetzt nicht. Ich habe auch keinen Bock, da jetzt extra nochmal hinzugehen. Ignadon, Finger weg. Ja, keine Ahnung, was er von mir will. Passiert nichts. So, wir haben jetzt nur noch der letzte Flug und die Steuerdüse. Und ja, das war's dann. Hier, deine neue Steuerdüse für den Gleiter. Potzblitz, du bist ja ein Teufelskerl. Wie hast du das nur... Stufe 35. Ich will es gar nicht wissen. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Moment, ich möchte mich da eben einmal... Ich speichere das jetzt nochmal alles ab. Ach, und eins. Genau, los geht's. Ich kenne den Code zum letzten Shot des Hybriden. Oh, dann sei aber vorsichtig. Du weißt nicht, ob dich der Hybrid überhaupt empfangen wird. Ja, aber ich muss es darauf ankommen lassen. Der Hybrid hat mir einen Kontrollchip in meinen Kopf pflanzen lassen. Möglicherweise hätte der Hybrid mich schon lange in den Tod geschickt, wenn er noch richtig funktionieren würde. Möglicherweise aber auch nicht. Ich kenne die genauen Pläne des Hybriden nicht. Okay, wenn du es so sagst, würde ich wahrscheinlich auch versuchen, das Ganze aufzuklären. Vielleicht aber auch nicht. Okay, nochmal kurz, was ich anmerken wollte. Ich habe im Internet geschaut, um mich ein bisschen schlau zu machen, um mich vorzubereiten. Weil ich bin ja eine totale Niete in diesem Game. Die Leute, die mit uns mitkämpfen, unsere Gefährten und unsere Waffenbrüder, also alle, die wir versammelt haben, können bei dieser Schlacht sterben. So. Wenn sie nicht sterben, dann kann man nach der Hauptkampagne nochmal mit diesen Leuten reden. Sollten sie aber sterben, ja, hat sich die Sache natürlich erledigt. Ob wir Kayas Zuneigung
wirklich gewonnen haben, obwohl ich ihre Quest nicht ganz erledigt habe, weiß ich nicht. Sie sagt zwar immer, sie mag uns, aber naja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Ich denke, wir haben alles. Wir sind bereit für den Eispalast. Sehr gut. Dann sag mir einfach Bescheid, wann es losgehen soll. Boah, 7000 Erfahrung. Los geht's. Mach die Kiste startklar. Ich werde jetzt nach Xarkor fliegen. Ich muss den Generator, der die Barriere um den Eispalast speist, außer Kraft setzen. Barriere? Generator? Ein gezielter Schuss in die Lüftungslamellen sollte reichen. Hör mal, ich will ja nicht nerven, aber... Was ist los? Von Waffensystem hast du nie etwas gesagt. Ich hatte auch so schon genug zu tun. Heißt das etwa? Ja, genau. Du kannst mit dem Ding da fliegen. Das war's dann auch schon. Wenn du damit den Hauptgenerator der Eispalastbarriere zerstören willst... Tja. Wir haben nicht mehr genug Zeit. Wir brauchen den Gleiter voll einsatzbereit. Ach, verdammt nochmal. Hätte ich gewusst, was du vorhast, hätte ich dir per se davon abgeraten. Die Kiste taugt nur noch als Fluggerät. Und das auch nur bedingt. Dann werde ich den Gleiter in den Generator steuern. Das ist Selbstmord. Wie willst du denn rechtzeitig wieder rauskommen? Das überlege ich mir unterwegs. Ah, du bist doch wahnsinnig. Es darf nicht das Geringste schieflaufen, sonst bist du erledigt. Das Risiko werde ich eingehen müssen. Oh nein, Ray. Ray. Verdammter Mistkerl. Viel Glück, Ray. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ray. Die Frage ist, wer hätte das getan, wenn wir Ray nicht geholfen hätten? Ein großartiges Opfer. Tja, sieht wohl so aus, als hätte dir jemand deinen Stunt abgenommen. Ja, der Weg zum Eispalast ist jetzt frei. Ich muss nach Xarkor. Ich schätze, die anderen werden dort schon auf dich warten. Hey, hör mal. Ich weiß ja nicht genau, wie es jetzt weitergeht, aber... Naja, viel Glück auf jeden Fall. So oder so hoffe ich, dass wir hier draußen den ganzen Mist überleben werden. Geh nun und hol dir, wonach du jetzt schon so lange gesucht hast. Gut. Meine Begleiter sind alle weg. Ach ja, er hat ja gesagt. Los geht's. Bin ganz aufgeregt. Dass ich da jetzt aber noch hin muss, ne, so. Hoffentlich sind die ja jetzt hier auch irgendwo. Ich sehe bis jetzt nämlich keinen. Spielstand speichern. 1. Oh.
Wo sind sie denn? Ach da. Oh, sind aber nicht viele. Ich hatte mehr erwartet. Das sind echt nicht viele. Das sind nicht viele Leute. Wenn ich mir die anderen da alle so angucke, sind wir nicht viel. So. Ich kann mit... Wir haben Duras, wir haben Kaya, wir haben Falk, Ray ist tot, wir haben Nasty, wir haben Arx, wir haben Crowny. Ich kann die jetzt alle nochmal ansprechen. Kaya? Jetzt nicht. Okay. Jetzt nicht. Okay. Jetzt nicht. Okay. Gut. Was soll ich jetzt hier tun? Ulbricht. Die Fehde der Kleriker und der Alps, unserer einst vereinten Völker, wird bald beendet sein. Dazu wird wohl mehr gehören als nur eine Schlacht. Ja, aber es ist der erste Schritt von vielen in die richtige Richtung. Wir dürfen nicht zaudern, mein Sohn. Nur dann werden wir siegreich sein. Wenn Thorald den Befehl gibt, möge es beginnen. Ich bin total kribbelig gerade, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wieso seid ihr nicht eher auf diese Idee gekommen? Ohne Scheiß, ja? Es sind drei Fraktionen und insgesamt gibt es vier Fraktionen, ja? Aber eine macht allen drei Fraktionen das Leben zur Hölle. Warum schließen die drei Fraktionen sich nicht für einen Moment mal zusammen, töten die vierte Fraktion und leben dann friedlich jeder in ihrer Region? Warum ging das nicht von vornherein? Mein Gott. Ging gerade ein bisschen... Boah. Der Konverter in Ignadon schweigt. Dann ist unsere wichtigste Mission endlich geschafft. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn die Alps Ignadon eingenommen hätten. Das hätte weitreichende Konsequenzen für alle freien Menschen auf Magalan gehabt. Ich habe dir einiges zugetraut. Doch deine Taten übersteigen bei weitem meine Hoffnungen. Ich danke dir und bin froh, dass ich an dich geglaubt habe und du mich nicht enttäuscht hast. Magst du auch in deinem früheren Leben eine Bestie gewesen sein, Jax? Du hast der Menschheit einen großen Dienst erwiesen. Ich weiß nicht genau, wo dein Weg dich und uns Menschen hinführen wird. Doch ich ahne, dass er im Eispalast enden wird. Triff die richtige Entscheidung für dich und uns alle, wenn die Zeit gekommen ist. Und ich hoffe, du wirst finden, was du suchst, mein Sohn. Danke. Elexitor Tarek hat mehr Truppen in die Schlacht geschickt, als der Eispalast entbehren kann. Die Verteidigung der Festung selbst ist nun nicht mehr haltbar. Ziel dieser Entscheidung war es wohl, uns mit einem Schlag zu vernichten. Noch sind wir es nicht. Wenn Thorald den Befehl zum Angriff gibt, werden wir sehen, wer am Ende noch steht. Hast du meinen Vater gesehen? Ich dachte, er wäre mit dir unterwegs. Naja, er taucht bestimmt bald wieder auf. Verdammt nochmal, was ist denn mit dir los? Beinahe hättest du den großen Spaß hier verpasst. Geh zu Thorald, damit es hier endlich losgeht. Gut. Upsala. Los geht's! Ich bin so glücklich, dass es endlich soweit ist. Ich bin so glücklich. Okay, ich werde als erstes die großen Roboter ausschalten. Ich glaube, die sind nämlich am schwersten. Ich werde einfach überall hinballern. Ich glaube, ich habe nicht genug Granaten. Da bist du ja endlich. Wir sind bereit. Wir können sofort losschlagen, wenn du es auch bist. Du konntest tatsächlich die anderen davon überzeugen, gemeinsam anzugreifen? Nur so haben wir eine Chance gegen die Verteidigungslinie der Alps.
Das haben sie mittlerweile begriffen. Es hängt jetzt nur noch von dir ab. Wenn du also noch etwas zu erledigen hast, dann tu es jetzt. Alle, die hier sind, warten auf meinen Angriffsbefehl. Oh. Dann könnte ich ja jetzt noch einkaufen gehen. Ich muss einen dritten Spielstand machen, vorsichtshalber. Okay, ich bin soweit. Ich bin bereit. Lass uns angreifen. So sei es. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Alle Mann bereit? Ja. Na dann, zum Angriff. Ja. Scheiße, ich weiß gar nicht wohin. Oh. Das war aber schnell. Aber ich denke, wir sind noch nicht fertig. Ich weiß, dass wir... Hast du den Angriffsbefehl verpasst? Der selbstgerechte Judikator Ulbricht und sein Gefolge sind hier. Glaubst du, euch Kleriker-Sympathisanten helfe ich? Da bist du schief gewickelt. Warum bist du dann überhaupt hier? Ich wollte auf keinen Fall verpassen, wie euch die Alps den Gar ausmachen. Ah, ist arschkalt hier. Verstehe gar nicht, wie die Alps das so lange aushalten konnten. Tja, kann die meisten von ihnen jetzt auch nicht mehr jucken. Ihre Verteidigungslinie ist tatsächlich besiegt worden. Wer hätte das gedacht? Du offenbar nicht. Ich schätze, das war's für mich hier. War eine schöne Show, aber ich mach mich jetzt besser vom Acker, sonst friert mir noch alles ab. Ja, toll. Ja, ganz toll. Was für ein Arsch. Weil wir mit den Klerikern zusammenarbeiten... Die Outlaws bleiben wenigstens hier. In den Eispalast muss ich gleich alleine. Ein Separatist ist total. Thorald ist noch am Leben. Hier ist ein Monster. Wow, neue Stufe. Was speichere ich denn jetzt? 3 oder 1? 1, ne? Platz. Musst du einmal Hund befehligen?
Die Verteidigungslinie ist vernichtet. Elexitor Tarek hat die Schlacht verloren. Es wird lange Jahre dauern, die vom Hybriden geschlagenen Wunden unseres Volkes wieder zu heilen. Du bist bis zum Ende den Weg mit mir gegangen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht damit gerechnet. Viele Opfer sind gebracht worden. Jetzt müssen wir uns auf den Wiederaufbau konzentrieren. Deine Aufgabe allerdings wird vorerst eine andere sein. Der Hybrid hat den Großteil seiner Armee verloren. Doch ist er immer noch aktiv. Und er hat das Elex. Du musst ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Ich könnte da drin deine Hilfe brauchen. Niemand von unserem Volk war den mentalen Angriffen des Hybriden bisher gewachsen. Du, Jax, warst bisher die einzige Ausnahme. Ich fürchte, das wirst du allein erledigen müssen. Aber ich bin zuversichtlich. Eine sehr menschliche Eigenschaft für einen Alp. Ja. Wir werden umdenken müssen, wenn wir überleben wollen. Das ist es nämlich. Wir werden diesen Kampf mit den Hybriden alleine machen müssen. Was wollte ich noch sagen? Ich weiß es jetzt nicht. Wie gesagt, wundert euch nicht, wenn auf einmal mittendrin ein Cut ist, weil ich lasse einfach weiterlaufen, da ich nicht weiß, wann das zu Ende sein wird und so fort. Die Alps haben den Großteil ihrer Streitkräfte verloren. Doch die Verluste auf unserer Seite waren viel zu zahlreich. Wir dürfen jetzt unsere Kräfte nicht weiter aufreiben. Ignadon und dem Hort müssen wir jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit widmen und es auch weiterhin gegen seine Feinde verteidigen. Was ist mit dir? Mein Weg führt mich weiter in den Eispalast. Ich hatte so etwas befürchtet. Nun denn, denk immer daran. Nur wer fest im Glauben ist, wird wirklich etwas bewegen in dieser rauen Welt. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Glaube groß genug ist. Du wirst deinen Weg schon machen, mein Sohn. Ich werde dich in meine Gebete mit einschließen. Ich habe mal eine kleine Frage. Wo sind denn meine, Die sind da? Das war's. Die Verteidigungslinie ist zerschlagen. Aber unsere Arbeit ist noch lange nicht beendet. Sie fängt gerade erst an. Jetzt hängt alles von dir ab. Enttäusche uns nicht. Du musst dem Hybriden unser Mana einflößen, auf das er endlich zur Besinnung kommt. Es ist der einzige Weg, wie wir seine Kraft und Beharrlichkeit für unsere Sache nutzen können. Geh, finde den Hybriden und beende dieses dunkle Zeitalter der Qualen ein für alle Mal. Du musst dich beeilen, bevor es zu spät ist. Gut, ich werde das jetzt speichern. Auf 1. Und dann schaue ich mal, ob ich mir doch noch irgendjemanden mitnehmen kann. Weil das mir irgendwie gerade ein bisschen zu blöd ist. Ansonsten kann ich das ja dann da wieder laden. Wen nehme ich denn mit? Ausrüstungsstatus tolerabel. Erweiterung. Warst du wieder fleißig? Mitkommen. Ich versuche es mal mit Crowny. Was kann mir denn sonst passieren? Überlebenswahrscheinlichkeit extrem niedrig. Er glaubt voll an uns.
Ich weiß nicht, wie stark Kaya uns helfen könnte. Weil Ray ist tot. Ja, wie gesagt, Ray ist tot, ne? Arx vertraue ich nicht. Weil er ja für den Hybriden ist. Ich habe Angst, dass der mir in den Rücken fällt. Ja, den Kleriker Falkor könnte man noch machen. Obwohl, er ist eine Maschine. Ist auch nicht gerade schlau, ne? Obwohl, ich weiß nicht. Ist ja Crony auch. Ja. Nasty wäre noch eine Alternative gewesen. Und Kaya auf keinen Fall, weil die hat übel einen Hänger, wenn die kämpft. Starke Magierin am hier, aber bringt nichts, ne? Okay. Weiter geht's. Irgendeiner hat den Mutanten da vergessen. Ich hoffe, Crowny war auch eine gute Idee. Er ist ein bisschen lahmarschig. Ach, das ist dieser Seedingens da. Mein Gott, das ist ein Teleport. Ach ja, genau, die Roboter. Habe ich gelesen. Crowny wartet? Nein, Crowny. Greifen uns nicht an, wenn wir sie nicht bedrohen. Habe ich gelesen. Seht ihr? Die greifen uns nicht an. Tarek. Dein Erscheinen hier zeugt von deiner Stärke. Wie ich sehe, ist dein unbändiger Wille immer noch ungebrochen. Viele Unwegsamkeiten habe ich auf mich nehmen müssen, um hierher zu kommen. Dir muss doch klar sein, dass dein Weg hier enden wird. Oder der deine. Die Direktive in ihrer momentanen Fassung ist fehlerhaft und wird den Alps auf lange Sicht unweigerlich zum Verhängnis werden. Wir sind schon so weit gekommen, dass nichts, was du tun könntest, etwas daran ändern wird. Du sagst wir, doch redest du eher von den Plänen des Hybriden. Ja, und das ist gut so. Das ist der einzig nachhaltige Weg für unser Volk. Die Direktive wird uns allen die nächste Evolutionsstufe bescheren. Hast du etwa auf deinen Streifzügen durch die Länder der freien Menschen etwas Erstrebenswerteres gefunden? Nein. Unsere Elex-Lager sind im Übermaß gefüllt. Welche Macht der Welt wird uns jetzt noch überwinden können? Du bist verblendet. Der Hybrid hat deinen Geist vernebelt. Ja, das ist die Sichtweise der verwirrten freien Menschen seit jeher gewesen. Du bist schon viel zu lange unter ihnen gewandelt, um das noch zu erkennen. Ja, viele Alps haben ihr Leben auf dem Schlachtfeld verloren. Doch sie taten es für einen höheren Zweck. Den Fortbestand und der Evolution unserer Art. Bald schon wird der Hybrid seine Arbeit vollenden. Und wir werden alle ein Teil seines neuen Zeitalters. Wenn ich mit mir selbst gesprochen habe. Jemand hier in diesem Hause hat mich verraten. Verrat? Das ist doch eher die Domäne der Primitiven aus den südlichen Ländern. Der Abschuss meines Gleiters, meine Exekution, der Ausschluss aus der Gemeinschaft der Alps. Das alles hat einen Ursprung. Und der ist hier im Eispalast zu finden. Du wirst mir jetzt sagen, wer dafür verantwortlich war. Du hast den einzig richtigen Pfad verlassen, als du die Beförderung zum Elexitor ausgeschlagen hast. Danach war dein Fall nur noch eine Frage der Zeit. Selbst dein eigener Vater sprach über dich von einer großen Gefahr für unser Volk. Er sprach von Verirrung und dem größten Fehler seines Lebens, dass er dich in die Welt gesetzt habe. Das hat Vardek gesagt? Was noch? Vardeks Dynastie
war zu der Zeit die mächtigste am Hofe dieses Hauses. Aber aus irgendeinem Grund schien ihm das nicht zuträglich zu sein. Er hatte ein sehr emotionales Wort, wie er von deiner Person sprach. Etwas befremdlich für mich. Bis zu dem Tage, an dem er zu den Separatisten überlief. Da wurde mir klar, dass er das Elex abgesetzt hatte und dem Wahn der Emotionen verfallen ist. Wie genau lautete das Wort? Er nannte dich einen Bastard. Er hat uns verraten, unser eigener Vater. Wer hat meinen Raum belegt während meiner Abwesenheit? Ich habe die Räumung deiner persönlichen Dinge kurz nach deinem Absturz in Auftrag gegeben. Dein Vater wollte das übernehmen. Ob er aber schon tätig geworden ist, bevor er ins Exil ging, habe ich nicht geprüft. Verstehe. Ich werde ja sehen, ob du recht hast, wenn ich mit dem Hybriden selbst gesprochen habe. Du glaubst, er wird dich empfangen? Dich? Den, der die höchste Auszeichnung, die wir Alps zu vergeben haben, ausgeschlagen hat? Den, der das Volk der Alps in seinen Grundfesten angreifbar machte? Er wird dich kaum in seine Kammer hineinlassen. Er hat gar keine andere Wahl. Dann ist der Schaden, den dein Exil bei dir angerichtet hat, größer, als ich bisher angenommen habe. Wie auch immer, meine Zeit der bedingungslosen Gefolgschaft deiner zweifelhaften Direktive ist vorbei. Mach, was du für richtig hältst. Geh und erfülle deine letzte Mission, die du dir selbst gegeben hast. Bald schon wirst du erkennen, wie falsch deine Einschätzungen sind. Ich werde mich nun wieder meinen Aufgaben widmen. Mein Volk bedarf meiner Führung. Gut. Dass du mir nicht in den Weg stehst, das finde ich auch sehr gut. Achso, ich muss nach oben. Ah, okay. Du bist da.